Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen IVA W50 Pack vorstellen und es geht dir dann natürlich auch dann gleich los. So, im Shop angekommen sehen wir unser W50, der kostet 85.000 €, 60 km/h soll er schnell sein, 150 Liter Tankvolumen, 125 PS, 92 kW und 250 € Unterhalt. Schauen wir uns das gute Stück mal so an. Sehen wir hier, er hat da so Ballonreifen, da ist die Batterie leider ohne Textur und vorne, das ist ja auch irgendwie so komisch. Entweder das ist grau oder auch ohne Textur, weil hier sieht man hier, die Pole sind gleich wie der Rest. Ja, die Seiten scheint hier das, was, also hier ist eine Scheibe drin. Da scheint hier keine Scheibe zu sein. Da ist auch eine Beule drin. Sieht cool aus. Von außen sieht es aus, ob die Spiegel nicht funktionieren. Gehen wir jetzt mal in die Innensicht rein, dann sehen wir hier, die Spiegel funktionieren. Da stimmt das Spaltmaß irgendwie nicht. Tacho, das ist animiert. Lenkrad auch. Starten wir mal das gute Stück. Sehen wir, das geht hier. Machen wir den Rückwärtsgang rein. Dann sehen wir hier, der Schaltknopf ist zu weit hinten. Das irgendwie passt das nicht so ganz. Jetzt fahren wir mal retour. Ja, dann muss ich jetzt mal hier hergehen. Also leider sieht man hier, das Rad dreht so durch. Dann muss ich den Allrad einschalten. Dann geht das auch. Auspuff hat dynamischen Rauch. Rückwärts sollte 15 km/h ungefähr. Vorwärts machen wir jetzt auch gleich mal hier in den Test. Mal schauen. Also, Achse ist leider nicht. Also, dynamisch so her. Also, ich habe jetzt hier also so 55 km/h. Jetzt mal so 60. Upsa, jetzt da bumm. Blinker, das funktioniert auch, nur von vorne her, wenn du gerade davor bist, siehst du nicht, nur seitlich rangehen. Das normale Licht funktioniert auch, wie wir ja sehen. Innen drin sind da die Kontrolllampen, wie du siehst, funktionieren die. So, jetzt hat er hier hinten eine Kupplung. Du kannst den hier noch schön optimieren, das werden wir jetzt gemeinsam machen. Schalt mal aus. So, machen wir das jetzt erstmal mit dem Shop. Dann hast du hier eine Sattelplatte für 700 €. Dann hast du andere Reifen für 10.000 €. Dann hast du die Kabine, das irgendwie geändert. Sehen wir uns jetzt da an gemeinsam. Dann haben wir hier also einen Reifen. Mit die Reifen hängt der leider, wie wir hier sehen, in der Luft. Das ändert sich nachher auch nicht. Also Sattelplatte. Die Kardanwelle ist leider nicht animiert. Und hier haben wir auch einen anderen Grill. Für andere Lackierung. Dann schauen wir jetzt mal. Ah, ja, hier ist mein Drücker. Dann gehen wir hin. Dann haben wir hier wieder die normalen Reifen. Wir lassen hier mal die Straßenreifen. Dann haben wir hier für 25.000 dann wieder ein anderes Design. Also andere Lackierung, wie wir sehen. Und das da hinten, keine Ahnung, soll es eine Art Pumpe sein oder was? Ich weiß es jetzt leider nicht. Oder soll das ein Aggregat sein? Oder ist es nur ein Kompressor? Weil man sieht zwei Kessel noch drauf. Soll das eine Art Schwerlast W50 sein? Wer weiß. Ich weiß es leider nicht. Also, dann haben wir hier wieder ein anderes Design für 25.000. Das schön auf, also sieht auch nicht schlecht aus, wie wir ja sehen. Das Ganze, dann haben wir was, mal schauen, was wir dann noch haben. Also, es ist ja ein Pack, da müssen wir nicht entpacken. Dann haben wir hier noch ein anderes Design. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist. Ja, das ist eins, wo jetzt die Haube da fehlt, vorne drauf, und man sieht hier so schön durch. Und was haben wir hier noch? Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das dürfte dann wieder Standard sein. Wir nehmen jetzt die normalen Reifen wieder als Standard hier so her. Mal schauen. Dann haben wir hier eine andere Lackierung jetzt. Finde ich, sieht auch sehr schick aus, muss man wirklich sagen.
Und müssen wir jetzt mal noch mal gucken, was wir jetzt haben. Ja, da wird immer teurer. Dann haben wir hier wieder für 25.000 noch ein anderes Design. Ich finde, der sieht auch nicht schlecht aus, dass da hier wirklich passt ganz gut. Ja, mal schauen, was wir dann noch haben, so zu sehen. Ich glaube, jetzt sind wir hier wieder beim Anfang, oder? Haben wir es? Ah ja, hier ist so auch cool aus, finde ich. Ein bisschen wo wieder zurück, dass wir hier wieder reinkommen. Und was hat? Der hat aber viel, muss man wirklich sagen, was sich so ändert, die ganzen Designs. Und was haben wir noch? So, Konfiguration ist immer so schön. Also jetzt haben wir hier noch ein anderes Design. Grün. Mein Wetter gerade mal fertig hier vor lauter. Wir sind schon bei 200.000 insgesamt. Und da, was haben wir jetzt da? Jetzt haben wir den der Farbe. Ja, deswegen ist auch der Mod hier so groß. Also, der hat ja, ich glaube, bei die 160 MB oder was. Du kannst Fahrzeug. Komisch. Ah, der ist rausgehüpft, ist der. Messer, wer weiß. So ein Schlingel. Aber, das, denke mal, wir lassen das jetzt hier mit denen. So, her, wir werden jetzt im Shop reingehen, weil das ist ja noch nicht alles. Ja, ihr habt es richtig gehört. Also hier kannst du, hier so ein IFA, so eine Plattform. Für 12.000, 6.400 Liter Füllvolumen und 95 Euro Unterhalt. Ja, wir werden das jetzt mal kaufen. Dann haben wir hier so ein für Silo, für Silage und solche Sachen oder Kartoffeln für 12.000 Euro, 7.500 Liter, 60 Euro Unterhalt. Wenn wir uns auch gleich kaufen, dass wir das sehen, wie das ausschaut. Dann haben wir noch einen anderen, das sind aber viele, ich weiß nicht, was da, warum es da so viele eigentlich gibt. Wie wir ja sehen, genau gleich viel. Werden wir auch noch daneben hinstellen. Dann haben wir hier das gleiche noch einmal. Warum der nochmal drin ist, weiß ich jetzt auch nicht. Sieht optisch ja hier gleich aus, gleichen Kosten. Kaufen wir gleich. Dann, was haben wir hier? Dann haben wir hier ein HW80 Drehschemelhänger noch dazu. Und der kostet dich hier 27.500, 8.500 Liter Füllvolumen. Wie ihr siehst, kannst du auch nicht optimieren. Dann haben wir hier, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, so zum Häckselgut oder was der ist. Und 12.000 Liter Füllvolumen und 13 Euro Unterhalt. Habe ich den jetzt gekauft? Ich schaue mal nochmal hin. Nein, ich habe noch nicht gekauft. Also, wir werden auch gleich mal kaufen. Was haben wir noch? Also, wie wir ja sehen, hier haben wir einen HLS 102. 80. Der ist für eine Leistung benötigt der und 59 kW und 5 Euro Unterhalt. Das ist für die Sattelplatte. Hoffentlich haben wir noch Platz da vom Händler. Und dann haben wir hier einen für Häckselgut noch einen. 13.000 Liter Füllvolumen, 16 Euro Unterhalt für 10.200. Bin ich mal wirklich gespannt, wie das nachher ausschaut. Und da sehen wir hier unsere Rahmen. Die hängen jetzt hier in der Luft. Alles steht schön da. Fahren wir mal so her. Ich bin ja mal gespannt, also was es also auf sich hat. Ich finde, optisch her sieht er ja echt irgendwie toll aus. Also ist jetzt da oben. So, mit N kannst du die Plane. Mal schauen, was man noch alles machen kann. Also, du kannst L mit Spanngurte kannst du anbringen. Cool. Dann mit Y kannst du die Kapazität, also die Bordwände aus
Tauschen. Finde ich auch nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Also, Häckselgut oder Hackschnitzel. Dann, was haben wir dann noch? Dann hier für Getreide. Dann hier hinten, wenn du Paletten transportieren möchtest. Ist ja echt toll. Was es da auf sich hat. Also, ich finde, der Mod ist ja nicht schlecht. Nur das mit dem Antrieb daher, das ist mit den Einstellungen in der XML. Die Haxen sind unsichtbar, muss man wirklich sagen. Ach, weißt du, was ich mache, was ich mache? Ich nehme jetzt hier das gute Stück so her. Stellen das mal so hin. Und kaufen uns noch einen neuen. So. Machen das. Entschuldigung, jetzt bin ich jetzt versehentlich in die Traktoren reingekommen. Wir nehmen jetzt den hier. Nein, der sieht nicht so toll aus. So. Wir steigen jetzt in den hier ein. Schauen uns jetzt als nächstes. Ja, also irgendwie drehen ja immer die Räder dadurch. Muss man einschalten. Wie ich ja schon davor erwähnt habe, leider ist der die Achse vorne nicht so flexibel, sehr starr. Mal gehört eine schöne Pendelachse rein. Dann schauen wir uns mal hier das gute Stück hier an. Also mit N kannst du natürlich die Plane runter tun. Ja, er hat Autoload, wie man ja sieht. Also kannst du Quaderballen laden. Rundballen 1,30 Meter, 1,40 Meter Rundballen, 1,50 Meter Rundballen. Dann HD-Ballen, verschiedene Arten Balletten. Dann kannst du hier mit Steuerung links und links die Bordwand auf und runter klappen. Auch eine tolle Sache. Und dann mit Steuerung links N, da kannst du hier das hier ein- und ausblenden. Echt tolle Sache. Steuerung N, machen wir wieder mal drauf. Das sieht ja cool aus. Ja, also den Platz hier, den brauchst du wirklich, wie man hier sieht. Fahren wir uns mal so rüber. Oh, jetzt habe ich den demoliert. Hoffentlich schicken sie mir nicht die Rechnung davon. So, dann schauen wir uns dann. Dann kannst du hier mit Steuerung 9, 8, 7 die Bordwände alle runterklappen. Ist jetzt diese Meldung gekommen. Finde ich echt gut. Und jetzt holen wir uns gleich den nächsten W50. Dann mal schauen, dass wir das haben. Tapp mal rein. Und dann schauen wir uns gleich hier das gute Stück hier an. Ich hoffe, das dürfte passen. Jedenfalls ist immer das gleiche Problem mit dem Antrieb, dass die Räder durchdrehen. Ja, das schalten wir mal aus. Das nervt ja volle tierisch. So. Also, falsche Seite. Okay, dann machen wir es anders da. Da habe ich den so verdreht. So. Ja, haha. Unsichtbare Beine. Ja, also nehmen wir halt das nächste Stück hier, diesen Häcksel. Jedenfalls finde ich toll, dass da verschiedene Texturen gibt. Sehen sie nicht alle gleich aus. Also, was haben wir jetzt hier? Wir können ja mal das demonstrieren mit den Steuerung I, wie das hier aussieht, hier mit den Entladen. Dann sehen wir hier in der Mitte drin, drückt es dann raus. Auch ganz gut gemacht, finde ich. Und schauen wir uns dann gleich den nächsten an. Ja, irgendwie habe ich die Orientierung verloren gehabt.
Dann werden wir uns den nächsten wieder nehmen. Nehmen wir den da. So. Tappen wieder in den nächsten rein. Starten die Maschinen. Ich habe jetzt hoffentlich nicht den genommen. Nein, ich habe doch den nicht genommen. Bin ich froh. Ja, dann haben wir natürlich. Die Räder drehen durch. Ah, also das gehört wirklich beim nächsten Update gemacht. Ja, also, ich sehe mal hier, der Aufbau sieht echt gleich cool aus. Wir werden jetzt hier, Rückfahrlicht hat er keins. Werden wir jetzt gleich hier die Kupplung mal ausprobieren. Sieht aus, als ob er dynamische Schläuche hat. Ich vermute es halt nur. Ja, also wie wir ja sehen, hat er hier, oh, jetzt müssen wir ja mal durchgehen. Also hier dynamische Schläuche drin. Also ist echt cool. Gut gemacht, finde ich. Der Beifahrerskript ist ja auch verbaut, habe ich gelesen. Ich selber kann es jetzt leider nicht testen, weil ich ja bin ja alleine. Fahren wir den jetzt auch so her? Also sehen wir hier, der Hänger kippt schön ab. Sollten wir eigentlich auch wählen können. Kapazität. Okay, das ist auch sehr interessant. Gehen wir nochmal zurück. Das mal abkippen. Da kannst du ja die Aufbauten ändern. Und mit U kannst du natürlich die Abladeseite wählen. Wie gesehen, hier so her. Er kippt jetzt danach da ab. Und wir werden uns jetzt den nächsten gleich schnappen. Also sehen wir hier, er drückt schön nach oben. Man sieht jetzt hier zwei Elektraulikzylinder. Und wir schauen uns jetzt gleich den nächsten an. Und fahren wir mal hier so. Hoffentlich habe ich jetzt das Richtige genommen. Wir nehmen hier mal hier an Hänger hinten. Bin ich mal gespannt, was das sein soll eigentlich an Hänger hinten. Also er hat jetzt hier eine Sattelplatte. Ja, okay. War vielleicht ein Fehlkauf. Aber wir können jetzt natürlich so gleich einen Hänger hier gleich testen. Weil er hat ja das hier hinten ja auch noch dran. Nicht so weit weg. Ja, ich war zu weit weg. Aber wir sehen jetzt die hier. Bei diesen. Mal schauen, was man hier was machen kann. Nein, hier abladen. Der Hänger hier, der hat hier keine besonderen Funktionen, wie wir sehen. So. Kannst du höchstens hier. Mal schauen wir mal hier das Zwangsanladen. Es ist eigentlich nur ein rein Häckselboot, wie wir mal sehen. Ich finde, die sieht aber auch toll aus hier von Optik her, wie das hier animiert ist. Jetzt haben wir hier noch zwei dieser Hänger vor uns. Und fahren nochmal so die her. Ja, so die Runde. Es wird langsam immer weniger Platz. So, dann haben wir jetzt dann. Schalten wir den Motor ab. Nimm uns jetzt den nächsten her. So, nehmen wir hier den. Gehen wir wieder auf Standard. Werden wir ja wohl jetzt richtig sein. Schauen hier an den nächsten rein. Ja, habt jetzt den richtigen gewählt. Ah ja, die Räder. Ich vergesse das immer wieder. Reimt sich gut, gell?
Gluck, 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 gluck. Sound, Herr Klendian, ist ja nicht schlecht. Hier haben wir uns einen Aufbau wieder. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Nein, hier kann man sonst nichts machen. Höchstens hier schauen wir uns jetzt das Zwangsentladen hier auch bei denen an. Ich finde hier toll, dass er die dynamische Schläuche ja verbaut hat. Und jetzt nehmen wir hier uns den Häckselaufbauhänger. Da geht ja hier der Rahmen so komisch rein. Oh, dynamische Schläuche hat er auch. Und wir sehen hier... Also man kann hier die Abladeseite wählen. Das tun wir erstmal hier den normal erstmal so abzukippen. Da kippt er hier nach links ab. Und dann schauen wir uns gleich jetzt an. Also Abladeseite wählen. Mal schauen jetzt, das sollte jetzt dann nochmal anders da abkippen. Komischerweise tut das jetzt nicht. Aber wir können... Ja, die Lichter funktionieren auch. So, jetzt probieren wir nochmal. Er kippt jetzt da ab. Okay. So. Test mal hier. Nein, geht nicht. Oh, wir haben hier, habe ich davor nicht gesehen, Aero Running Lure. Also, schauen wir, was los ist. Ja, er knallt hier mehr die Lok voll. Nimmt ja kein Ende mehr. Aha. Das sehen wir hier eigentlich von den HW80 Silo. Nach denen kommt der Fehler, wie man ja sieht. Also die Lok ist leider nicht sauber. Ist halt leider schade. So, schalten wir das jetzt da wieder aus, dass wir das sehen. Weil ich habe ja, wo ich am Anfang... Gekauft hatte aber noch nicht den HW80 Hänger da, den Silo. Deswegen also geht dann doch nicht also die verschiedenen mit den U diese Funktion her, wie man jetzt gesehen hat. Also die Abladeseite, dass er immer noch das gleich gemacht hat. Aber wir schauen uns das an. Ich finde, er gehört halt nochmal überarbeitet ein bisschen. Und sonst finde ich ihn ja nicht. Finde ich ja nicht schlecht, so muss man wirklich sagen. Weil sonst ist es ja wirklich ein schöner Mod. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.